Hey zusammen, herzlich willkommen zum Motoblog. Wir haben das Jahr 2020 und auch dieses Jahr steht Halloween auf dem Kalender. Entgegen den letzten Jahren können wir uns oder dürfen wir uns aufgrund der aktuellen Gegebenheiten nicht in der Stadt irgendwo treffen und dann gemeinsam losfahren. Wir treffen uns fliegend. Wenn du Bock auf Motorräder, komische Verkleidungen und eine Menge Spaß hast, dann bleib gerne dran. Wir drehen bei den Wolfsburger Bikern zu Halloween traditionell, wir in Wolfsburg dürfen nach 3 Jahren schon traditionell sagen, unsere Plüschi-Runde. Plüschi sind, ich habe das Ding vergessen, kleinen Moment. Das ist der Helm-Plüschi. Ne? Meiner ist orange, es gibt sie in vielen unterschiedlichen Farbvariationen. Wenn man sich selbst nicht ganz so ernst nimmt und Bock auf ein bisschen Spaß hat, dann kann man zu Halloween, was der passende Tag meiner Meinung nach für solche Fahrten mit den Dingern ist, eine ganze Menge Freude haben. Zu kaufen gibt es sie im Internet auf unterschiedlichen Plattformen. Man findet sie in vielen, vielen Variationen, Farben. Macht eine ganze Menge Spaß. Wenn du Bock drauf hast, schau mal unter dem Begriff Helmplüschis einfach mal in eine Suchmaschine deiner Wahl. Und ja, das ist quasi meiner. Ich habe hier vorne schon meine Kamera dran. Das ist die Hero 7. Ich hätte gerne schon die neue Hero 9 benutzt, aber die braucht noch ein Software-Update, denn sonst funktioniert das externe Mikrofon nicht. Manchmal ist das halt so. Okay, Halloween, ich stelle den einfach mal ganz kurz hierher. Halloween feiern wir in Deutschland noch gar nicht allzu lange. Die Bedeutung von Halloween lässt sich eigentlich bis ins katholische Irland zurückverfolgen. Durch die in die USA eingewanderten Iren verbreitete sich die Feier auch dort. Bis heute gibt es allerdings unterschiedliche Theorien, die sagen, ob die Tradition von Halloween einen keltischen oder einen christlichen Ursprung hat. Glaubt man der christlichen Tradition, liegt der Ursprung und die Bedeutung von Halloween in der Bezeichnung All Hallows Eve. Damit ist der Abend vor dem Allerheiligen gemeint. Ne? Allerheiligen ist am 1. November, folglich ist All Hallows Eve, also der 31. Oktober. Genau dann, wenn Halloween weltweit gefeiert wird. In der keltischen Geschichte sagt man, dass die Bedeutung von Halloween auf dem keltischen Fest Samhain beruht und schon 500 vor Christus gefeiert wurde. Immer am keltischen Neujahr, dem 31. Oktober. Die Kelten glauben daran, dass an diesem Abend die Welt der Lebenden und Toten aufeinander trifft. Der Sage nach versuchen die Toten Besitz von der Seele der Lebenden zu ergreifen und sichern sich ihre Chance auf ein Leben nach dem Tod. Die Lebenden müssen sich entweder verstecken oder sich als Tote tarnen, um nicht erkannt zu werden. Viele nutzen die Verkleidung auch, um die Toten und die Geister abzuschrecken und zu vertreiben. Wie auch immer, ob du jetzt an einen Brauch oder an eine Geschichte glauben möchtest oder einfach nur Bock hast, dich zu verkleiden und ein bisschen mit Süßigkeiten um dich zu werfen, Halloween ist der richtige Tag, um ein bisschen Spaß zu haben. Ich werde jetzt noch ein paar... Ja, wie gesagt, die Kameras an die Maschine basteln und dann will ich nicht allzu lange noch reden, weil wir wollen ja los. Ne? Ich brauche noch ein Kostüm, das habe ich mir schon fertig gemacht. Achtung, geht gleich los. Genug gebrabbelt, auf geht's. Und da sind wir auch schon. Guck mal, hinter uns haben wir Dirk. Dirk ist auch schon unterwegs. Wir sind jetzt auf dem Weg, nicht direkt, aber so ein bisschen indirekt ab in die Stadt. Und dann schauen wir mal, was mit den anderen los ist. Okay, wir haben auf jeden Fall richtig gutes Wetter erwischt. Gestern hat es geregnet, morgen für morgen ist auch wieder Regen angesagt. Jetzt hoffe ich, dass wir noch ein bisschen die Zeit genießen können. Siehst du, wollen wir uns da mal kurz umgucken? Ja, sind auch noch einige zusammengekommen und ich freue mich darüber. Okay, Wetter haben wir riesen Glück und da 2020 im Zeichen dieses extrem heftigen Viruses steht, durften wir uns nicht an einem festen Punkt treffen, sondern haben uns fliegend eingefunden, um gemeinsam halt unsere Plüschi-Runde zu drehen. Nur ist es so, ich habe Rücksprache mit der Polizei gehalten, dass der will nicht so richtig fahren. Das Verteilen von Süßigkeiten dieses Jahr komplett flachfällt. Hi, komplett flachfällt, weil das doch große Probleme geben könnte. Dementsprechend verzichten wir dieses Jahr leider, leider darauf. Ich hätte große Lust, den Kindern wieder eine Freude zu machen, so wie du es vielleicht in meinem letzten Video gesehen hast. Wenn nicht, dann verlinke ich dir das einfach mal.
oben links müsste das von dir sein, ne? Genau. Auf geht's in die Stadt. I've got a hunger, I've got to feed my soul. The gates are open, so release the bulls. Don't hold me back no more, unleash the beast inside. Stand up with my pride, I was born to toe the line. Das Jahr 2020 läuft völlig anders, als wir es gerne hätten. Ne, wir mussten jetzt auf Süßigkeiten verzichten, unsere Runde ist anders, die Menschen sind alle zu Hause, die Straßen sind leer, das macht nur wenig Spaß. Aber nachdem wir jetzt hier regelkonform angehalten haben, guck mal, ich habe überhaupt keine Frisur mehr. Ich meine, hatte ich vorher auch nicht. Okay, also nachdem wir jetzt hier regelkonform angehalten haben, schauen wir doch nochmal, was die anderen von der Runde halten. Ja, mal los. Ja, pass auf, regelkonform, so. Henrik, was hältst du von Corona-Runde 2020? Ja, spontan, chaotisch wie immer. Wolfsburger Biker-Style, Prost, in dem Sinne. Prost in dem Sinne. Magst du auch noch mal Hallo sagen? Wie ist deine Meinung, Madeleine? Hallo, es war laut, bunt und toll. Trotz Corona. Oder wegen Corona, ne? Ja. Der größte Unterschied für mich war, dass tatsächlich weniger Menschen einfach auf der Straße sind. Ja. Ja, das ist offensichtlich. Und dass wir den Kiddies keine Süßigkeiten geben durften. Und wir durften keine Süßigkeiten geben. Das war ziemlich schade. Trotzdem ist mir aufgefallen, die Kinder, die unterwegs waren, sie haben sich unheimlich gefreut und haben gewunken. Aber nicht nur die Kinder, die Erwachsenen genauso.
also wie viele Erwachsene gewunken haben und sich gefreut haben, fand ich schon beeindruckend. Ja, ich glaube, vielleicht erinnert sich sogar der eine oder andere noch an das letzte Jahr. Wir waren ja unterwegs. Wie ich vorhin schon erwähnte, in Wolfsburg dürfen wir schon im dritten Jahr von Tradition sprechen. Ne? Und wenn wir von Tradition sprechen, komme ich zu dir, mein Freund. Oh. Wie ist deine Meinung? Was haltet ihr von Corona-Runde 2020? Auf jeden Fall, wir sind ja schon auf dem Weg hierher, haben uns ja einige Leute gesehen, ne, auf der Autobahn und haben sich gefreut und haben, manche haben dann extra nochmal Gas gegeben und beeilt. Also war auf jeden Fall wieder eine echt spaßige und lustige Runde, eigentlich so wie jedes Jahr. Ist das etwas, was wir nächstes Jahr wiederholen sollten? Naja, selbstverständlich. Und dann nochmal richtig. Ohne Corona. Ohne Corona, mit Süßigkeiten und allem, was dazugehört. Alles klar. Ich hoffe, euch hat dieses Video, wenn es auch nicht ganz so das ist, was ich mir vorgestellt habe, für die Plüschi-Runde gefallen. Wenn ihr Bock habt, sehen wir uns dann im nächsten Video. Und ja, wenn ihr mehr von dem Blödsinn sehen wollt, ach, guck mal. Wenn ihr mehr von dem Blödsinn sehen wollt, den ich verursache, dann hinterlasst gerne ein Abo, aktiviert ihr dazu die Glocke, dann bekommt ihr eine Benachrichtigung, wenn sich auf diesem Kanal wieder was Tolles, Neues getan hat. Alles klar, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Ciao.